Unsere Design-DNA letztendlich geht zurück auf den 911. Und um da mal ein paar wesentliche Dinge zu nennen, wenn man in der Front anfängt, ein Porsche hat immer einen Lufteinlass und keinen Kühlergrill. Kommt von dem Thema Heckmotoren, haben wir dann aber natürlich auch auf die Frontmotoren übertragen. Ich sag mal, es gibt das Markengesicht, es gibt das Markenheck, es gibt sogar die Markenseitenansicht. Auch dort bestimmte Elemente. Im Heck, vor allem in der Heckansicht, das Thema, dass man eine ausgeprägte Schulter hat, was also diese Hinterräder betont, was auch gleichzeitig in der Seitenansicht ein Merkmal ist. Wann wird ein Design ikonisch? Das ist eine gute Frage. Also natürlich über den Prozess, über die Herangehensweise, dass ich eben nicht grundsätzlich wesentliche Designelemente immer über den Haufen schmeiße, sondern sie behutsam, evolutionär, aber auch konsequent weiterentwickle. Das ist sicherlich mal ein Geheimnis. Die Funktionalität spielt eine große Rolle. Das können wir nicht ignorieren. Und deshalb das Design dort sicherlich und die Technik eine engere Einheit bilden, als es bei anderen Marken der Fall ist. Ich sehe das Thema Funktion und Form, das ist etwas, was sich gegenseitig beeinflusst. Und da folgt mal der eine dem anderen. Ein sehr schönes Beispiel ist an der Stelle für mich immer der zweigeteilte Heckspoiler vom Panamera Turbo. Das Thema Zeitlosigkeit ist generell, wird immer schwieriger, weil die Zeit immer schnelllebiger wird. Aber ich sehe darin eigentlich auch eine große Chance, dass dann eben genau Objekte, die eben nicht jedem kurzfristigen Trend hinterherlaufen, wiederum Begehrlichkeit wecken, weil sie eben Stabilität suggerieren.